Hallo, unsere Aufgabe heute: Sichtbetonflächen in 20 Meter Höhe möglichst staubfrei reinigen und danach wieder schützen. Nachdem wir unsere Arbeitshöhe erreicht haben, bearbeiten wir die offenen Fugen im Vakuumstrahlverfahren. Dieses Vakuumstrahlverfahren ist nicht zu vergleichen mit Trockeneisstrahlen oder dem klassischen Sandstrahlen. Dieses minimal abrasive Vakuumstrahlen wird auch Unterdruck- oder Softstrahlverfahren genannt und hat gegenüber den herkömmlichen Strahlverfahren viele Vorteile. Nachdem die Fugen jetzt sauber sind, bearbeiten wir die eigentlichen Flächen im Trockenschleifverfahren mit Siliziumkarbidschleifpapier. Beide Verfahren arbeiten mit sogenannter Staubabsaugung und können dadurch ideal auch auf so einem Bahnhof eingesetzt werden. Und zum Schluss erhält die Fläche noch einen langfristigen Schutz mit einer farbtonneutralen Imprägnierung.